ein Tipp, den du beachten solltest, wenn du außen drehst. Achte beim Drehplan auf das Wetter. Regen ist fast immer der Tod von den Dreharbeiten. Die Technik hat Probleme, die Frisuren der Leute vor der Kamera bekommen Probleme. Wenn es dazu noch kalt ist, dann wird es auch sehr unangenehm. Nur in den wenigsten Fällen kannst du Regen beim Drehen gebrauchen. Wenn aber dann das komplette Team da ist und die ja auch bezahlt werden müssen, dann ist es umso ärgerlicher, wenn es plötzlich anfängt zu regnen und niemand davon wusste. Die gute Nachricht ist, es ist relativ einfach, das zu planen. Du hast mittlerweile Apps wie Regenradar, Wetter.com oder so. Da kannst du ziemlich genau wissen, wann wie das Wetter wohl sein wird. Und dann gibt es auch noch Apps, die dir sagen, wann der Sonnenuntergang von wo kommt. Das ist dann wieder für den Kameramann wichtig. Das sind dann Apps wie Suntracker AR. Da kann man dann ganz genau gucken, wo wann die Sonne aufgeht, damit dem Kameramann nicht die Sonne ins Bild scheint, wenn er es nicht möchte. Damit ihr die Sonne zum Beispiel hinter euch habt, wenn ihr sie hinter euch haben wollt. Oder sie euch schön ins Bild scheint, wenn ihr sie im Bild haben wollt. Ich habe genau einmal das Pech gehabt, dass wir einen 7-Tage-Dreh sehr, sehr aufwendig geplant haben und keiner auf das Wetter geachtet hatte, weil uns einfach die Erfahrung fehlte. Diese Erfahrung schenke ich dir hiermit. Meine Ausrede ist immer, dass ich da noch im Studium war, aber die Ausrede brauchst du jetzt nicht mehr. Achte auf das Wetter, damit du deinen Außendreh komplett durchführen kannst. Wenn du noch Fragen hast zum Thema Filme machen oder alles drumherum, dann schick mir gerne eine DM oder schreib mir in die Kommentare. Am besten schreibst du mir in die Kommentare. Also.